Das bleibt alles so, wie es hier ist. Egal, ob du hier bist und nicht. Bleib doch mal ruhig. Nein, jetzt hältst du deine Schnauze! Nein, jetzt hältst du deine Schnauze! Beobachte, Ticker! Nee. Sonst kriegst du gleich einen auf die Schnauze. Und jetzt diskutieren wir weiter. Oh! Ja, dann lassen Sie mich ausreden, sonst fragen Sie mich gar nicht. Jetzt gehe ich nach Hause, nicht? Das kann doch überhaupt nur jemand fragen, der entweder vollkommen ahnungslos ist oder jemand, der also bösartig ist. Oder hauen Sie mit Ihren Kameraden zu den Zimmer in Dreck. Und da Sie doch an sich doch auch nur angestellt sind von Ihrer verfluchten Firma da, haben Sie überhaupt kein Recht, mir über den Mund zu fahren. Haben Sie es verstanden oder nicht? Und hören Sie mir jetzt, und da war ich mit Ihnen ein einziges Mal, sonst gehe ich sofort nach Hause. Dann kommt jemand angeschissen und provoziert mich einfach, weil er in irgendeinem Laden engagiert ist, bei mir ein Interview zu machen. Von einer Analphabetin muss ich mir so Quatsch erzählen lassen. Nein. Ist ja grauenvoll. Ja. Das darf ja wohl nicht wahr sein. Was der mal erlebt, das nicht. Das! Oh, wo möchte ich? Sein Geisteskranker. Glücklich, sein Geisteskranker. Komm, schaff den weg. Scheiße. Du kriegst mir nichts mehr zu fressen. Kannst du deine eigene Scheiße fressen? Hast du so ein Arschloch? Lucky, so ein Arschloch ist verantwortlich für deine Produktion? Du bist so bescheuert, dass du dir nicht mal über die Konsequenzen... So blöd kann keiner sein! Dann mach doch deinen Scheiß! Und wenn ihm einer widersprochen hat, dann hat er versucht, ihn zu überzeugen. Er hat wie gesagt, halt deine Schnauze. Nein, er hat nicht gesagt, halt die Schnauze. Er hat eine Peitsche genommen und hat ihm in die Fresse gehauen. Das hat er gemacht! Du dumme Sau! Hier ändert sich gar nichts. Es ist einfach alles gleich. Sie träumten dieses fürchterliche Zeugs. Also, für mich ist das ein Rauschzustand durch und durch, ja, muss man sagen. Was der Billing macht, ist nicht in Ordnung. Skandal! Sorry, hey, I tell you now something. I stay only in Munich for this fucking job tonight. Because I cancel, I come down. Sorry, you give me nothing. Sorry, you think you can play with me? I'm not a child. I respect you a lot. I respect. You don't respect me now in this moment. Okay, finish. It's okay. Sorry. Hello, my friend. I like to explain this. I like to explain you something. I was here. Ein Trainer ist ein Idiot. Ein Trainer sei. Seh, was passiert im Platz. Was erlaubt? Struss ist zwei Jahre hier gespielt, sein Spiel. Ist immer verletzt.
Wasser erlauben. Strunz! Schwach wie eine Flasche leer. Müssen alleine das Spiel gewinnen. Eure Scheißstimmung, das seid ihr doch dafür verantwortlich und nicht wir. Was glaubt ihr eigentlich? Wer euch alle finanziert? Die Leute in den Logen, denen wir die Gelder aus der Tasche ziehen. Und wer ist schuld dafür? Fans, die von gestern leben. Ihr und was also glaubt ich, ihr eigentlich, wer ihr seid? Ja, ja. Ich glaube, fertig. Also so einen Scheiß, den kann ich nicht mehr hören. Also das ist für mich das allerletzte. Muss ich ehrlich sagen, wechselt den Beruf, ist besser. Ich sitze jetzt seit 3 Jahren hier und muss mir diesen Schwachsinn immer anhören. Das ist einfach so. Aber diesen Scheiß, der da immer gelabert wird, wir sollten sich alle mal wirklich mal Gedanken machen, ob wir in der Zukunft so weitermachen können. Immer diese Geschichte, alles in den Dreck ziehen, alles runterzuziehen, das ist das allerletzte. Und ich lasse mir das nicht mehr so lange gefallen, das sage ich euch ganz ehrlich. Ich habe doch keine Schärfe jetzt da reingedacht. Ja, du nicht. Du sitzt hier locker bequem hier auf deinem Stuhl, hast 3 Weizenbier getrunken, bist schön locker. Was der Delling macht, ist nicht in Ordnung. Er könne dessen Fresse nicht mehr sehen und seine Scheiße nicht mehr hören. Und deswegen mache ich jetzt hier diesen Tisch mal kaputt, ja? Damit du mal... So, jetzt können wir weiter diskutieren. Hast du ein Problem? Geh weiter. Noch ein Problem. Besser ist es. So, komm weiter. Ich hab da keinen Bock drauf, hier mit den Arschlöchern rumzureden. Du bist Nachwuchsjahrer. Skandal! Ich meine, du verstehst wenig von der Schauspielerei. Wollen wir jetzt schon wieder anfangen, ein bisschen uns zu streiten? Nein, aber man hat diesmal versucht. Entschuldige, ich sitze halt eben nicht 40 Jahre lang auf einer Couch und nerve noch. Jetzt komm her. Es kann nicht sein, dass du hier zwar als ernster Schauspieler, aber trotzdem immer die Stimmung vermiest. Du kommst hier rein. Du hältst dich da bitte raus, weil das hier eine Gesitte ist. Er hat mich doch gefragt. Du musst dich da nicht rein. Entspann dich doch mal. Naja, Moment. Also, du warst vorhin dran. Du hast dich sowieso in Salat gesetzt. Das ist eine Auseinandersetzung zwischen uns beiden. Das geht keinem etwas an. Aber mach du deine Kunst und ich mach meinen Quark hier. Aber es kann doch nicht sein. Wir müssen die Kunst ja auch verkaufen, nicht? Also einen Scheiß, den kann ich nicht mehr hören. Wie Klaus Peimer, über den du dich lustig machst. Ich mach mich gar nicht über Klaus Peimer lustig. Bist du bescheuert oder was? Ich mach mich nicht über Klaus Peimer lustig. Komm, lass uns. Fake Scheiße. Das ist alles Fake Scheiße. Arsch. Aus hier! Sei so fake! Ich mach dich nicht überhaupt! Das ist echt! Setz dich hin! Das ist echt! Auf, Bernhard, der ist Mensch! Hallo! Hallo! Придурок! Скотина, года назад сказал, что башня Федерации. Давайте эту охрану сюда зовите. Что охрана? Ihr seid sehr gut erzogen. Das... Sei so fake. Ich mach dich nicht überhaupt, Mensch. Das ist echt. Setz dich hin. Das ist echt. Auf, Bernhard, der ist Mensch. Hallo! Hallo! Придурок. Скотина. Года назад сказал, что башня Федерации. Давайте эту охрану сюда зовите. Что охрана? Ihr seid sehr gut erzogen.